Herzlich willkommen hier über den Gipfeln von Shangxila. Ja, ich bin sehr froh, dass wir hier gerade ankommen, denn ich hatte schon lange mal wieder geplant, da ihr es ja auch unbedingt wolltet, zu verreisen. Yay, wir sind in unserem neuen Traumurlaub, hoffe ich doch. Ja, und zwar hier in China. Finde ich sehr cool, finde ich sehr toll. Und ich habe Carsten, Mila und unsere gute Tessie mitgenommen. Und ja, ich hoffe, wir werden uns hier die nächsten 3 Tage sehr gut amüsieren. Und ja, warten wir einfach mal ab, was jetzt hierbei rauskommt. Unsere Bedürfnisse sind ja soweit gut. Und von daher, mit Werwolf von, okay. Ich weiß nicht, was uns Bonehilda jetzt bringen soll, aber gut. So, ich stelle jetzt erstmal hier die Wünsche alle ein, damit wir wissen, was wir tun. Ach Mensch, was können wir denn machen? Wirf einen Blick auf die Abenteuertafel. Können wir gerne mal machen. Carsten, leg los. Wie sieht's aus? Sprich mit Sima Shi über ein antikes Relikt. Okay, dann, Carsten, lauf mal los. So, wollen wir noch mit irgendjemand anderem was machen? So als Aufgabe fände ich das jetzt irgendwie blöd. Deswegen gehen wir einfach mal in die Kartenansicht und bewundern hier das Ganze doch mal. Aber was wollen wir denn machen? Am besten irgendwo hingehen, wo wir was erkunden können. Ich weiß gerade noch nicht direkt, wo das wäre. Camp, verlassene Scheune. Vielleicht ist ja hier irgendwie was zu finden. Können wir einfach mal mit Tessie und Mila vorbeischauen. Guck mal mit, ihr zwei, vielleicht ist hier irgendwas. Ich glaube, ich war hier auch schon mal und ich glaube, hier ist nicht wirklich was, außer diese Samen vielleicht. Und dass man hier schön angeln kann und ja, das war es dann, glaube ich, auch schon. Können wir einfach mal hier dann die Samen sammeln. Was möchten wir hier? In die verbotene Stadt? Nein, Gelehrtengarten besuchen. Ja, das können wir gerne machen. So, ja, den Bild, den habe ich ja mit Absicht einfach mal nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, hey, so in der Hitze rumspazieren ist vielleicht nicht das Wahre. Und ja, Nora habe ich auch mal zu Hause gelassen, weil ich hier nicht jeden mithaben wollte, weil mir das einfach zu anstrengend ist. Und ja, von daher sind es einfach mal die drei geworden. Ist auch eine ganz nette Kombination, finde ich. Und ja, keine Ahnung, was wir jetzt hier groß treiben. Okay, hier geht es runter. Dann könnten wir die Treppe einfach mal nehmen. Mal gucken, wo es da hingeht. Okay, hier können wir auf jeden Fall schon mal was sammeln. Das ist schon mal gut. Noch irgendwie hier was? Wir können höchstens ein paar Kisten öffnen. Gut. Tessie, du kannst ja auch mal hier runterkommen. So, Mila, dann zeig uns mal, was hier so Tolles ist in dieser Wahnsinnssache, okay? Nehmen Sie einfach mal. Ah. Schauen wir hier in fremde Kisten. Wahnsinn. So, dann, was ist hier drin? Teil des Sarkophags Alsimhara. Okay, cool. Gut, dass der in China gelandet ist. Also, das finde ich auch wirklich gut an Reiseabenteuer, dass man wirklich von Ziel zu Ziel wandern muss, weil sonst... Oh, hier liegt auch noch was. Cool. Wenn man sonst nicht alles zusammenkriegt und auch nicht überall langkommt und nicht alles erkunden kann. Was mich aber auch teilweise ärgert, weil ich bin ja so ein typischer Quest-Vermeider, wo ich mir denke, oh nein, da willst du jetzt nicht hin, das ist doof, das ist ungut. Können wir das nicht alles irgendwie vermeiden? Aber so werde ich wenigstens gefördert und denke mir, hey, das muss irgendwie sein. Grabstift einmeißen, okay, also hier wurde irgendjemand beerdigt. Finden wir hier noch was anderes auf dem Friedhof als Leichen? Das wäre doch schon mal nicht übel, oder? Wenn man hier irgendwas ausgraben könnte oder so. Nee, aber hier sind irgendwie nur Urnen. Ganz viele Urnen. Ja, wir könnten höchstens mal Katakomben erforschen. Ja, verlass die Gruppe, scheißegal. So, mehr ist denn hier auch nicht zu holen, obwohl es hier sehr, sehr schön ausschaut. Was können wir denn noch machen? Ja, Mila scheint gerade nicht so viel einzufallen. Du wolltest ja zu Gelehrten-Dingens hier. Das scheint der Gelehrtengarten zu sein. Also besuch den doch einfach mal. Kann ja nicht schaden. Was finden wir denn hier alles? Okay, hier sind Früchte an dem Baum. Was ist denn das? Sieht das aus wie Kirschen oder so? Oder sollen es Äpfel sein? Keine Ahnung. Habe ich gerade Kirschen gesagt? Ich meine Kirschen. Oh, herrlich. So, Mila, mach mal ein bisschen hier zack, zack. Und dann wird es hier auch schon... Ich denke mal, das ist nur einer von vielen gelehrten Gärten, dass es hier auf jeden Fall mehrere geben wird.
Oh Gott, ich war schon ewig nicht mehr hier mit den Sims auf Reisen und schon ewig nicht mehr in China. Okay, auf jeden Fall haben wir hier unser Zen erreicht. Was wollen wir hier finden? 3 Edelsteine schleifen mit Smaragdschliff. Okay. Habe ich gerade irgendwie nicht so vor. Kosmisch Bowlen. Was? Dein Sim möchte schon heute die Zukunft erleben. Suche eine kosmische Bowlingbahn und ein... ja, okay. Verstehe ich nicht ganz, aber lasst uns lieber die Früchte vom Baum ernten. Das ist doch viel spannender, oder? Mila? Also ich finde das mega spannend. Toll, oder? Also so von der Optik her sieht es ja hier nun... Ja, renn am besten von Baum zu Baum, das machst du toll. Also von der Optik sieht es ja hier echt total toll aus, oder? Also, oh, ich finde es super. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir mit Carsten eine Runde angeln oder so. Carsten, wo bist du eigentlich? Du sollst doch hier kontaktieren. So, was aus dem Skelett, das vor einem Sim liegt... Ach komm, wir geben einfach mal die Haare. Mal gucken. So, Carsten, erreichst du jetzt bei deinem Kontakt da oder nicht? Oder was? Oder doch? Oder nein? So, Mila, du kannst ja auch mal aufhören, das zu ernten. Du musst hier nicht alles ernten. Was bist du? Phoenix Kampfkunstakademie. Okay, da können wir auch mal vorbeischneiden. Das ist jetzt gerade nur nebenan. So, okay. Beschaffe das antike Relikt für Sima Xi, um Simoleons antike Münzen zu erhalten. Die Hallen der verlorenen Armee betreten. Okay. Ich weiß da jetzt nicht wirklich, was das bringen soll, aber gehen wir doch da einfach mal hin, das ist okay. Und warten bis dahin auf Mila hier in der Kampfkunstakademie. Ich finde das wirklich cool hier. Ich auch Kampfkunst lernen. So, was? Das Erforschen von Katakomben ist eine alte Sims-Tradition, die nur selten ertragreich ist. Doch Tessie hat Glück gehabt und Folgendes gefunden. Magischer Gartenzwerg, Meister Manchu. Okay, also ich wette ja fast, dass dieser Gartenzwerg uns dabei helfen könnte, unsere Kampfkunstfähigkeiten auszubauen. War ich nicht schon mal mit Bill und so hier in China gewesen und mit Mila auch? Mir ist gerade irgendwie so. Und durch den Umzug hatten wir das doch alles verloren gehabt. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das unter dem Mausoleum Bärenleben würde man Tessie glauben. Tessie wäre jedenfalls lieber gewesen. Okay, ja. Naja, Bären hin oder her. So, Mila, trau dich hier mal zum Trainieren. Schick die mal weg da. Die hat sowieso ein doofes Outfit an zum Training. Hör doch mal auf, da jetzt zu trainieren, bitte. So, genau. Denn wir wollen jetzt trainieren. Geh weg. Jawohl. Okay, sie zieht ihr Indiana Jones Outfit an und wir machen hier auf Pam, Pam. Ja, Pam. Ja, das sieht schon mal sehr effektiv aus, Mädels. Das ist so typisches Mädchenschlagen. Oder? Also ich finde, das ist Mädchenhauen. So, okay, lassen wir Mila einfach mal hier eine Runde trainieren und danach kann sie auch noch einen Glückszauber wirken, mein Gott, auf wen auch immer. So, Carsten, bist du in den heiligen Hallen angekommen? Das wäre jetzt schon mal sehr von Vorteil. Hier, stell dich mal drauf. ich hoffe, dass wir das Ding jetzt da auch finden. So, okay, Animation läuft, Rest nicht. So, dann nehmen wir die Treppe ab nach unten, gucken, was wir dort finden. Ich hoffe, wir kommen hier auch irgendwie weiter. Nicht, dass hier gleich Ende im Gelände ist und das war's dann. So. Ah, okay, wir haben auf jeden Fall schon mal den Schlüsselstein dafür. Das ist schon mal sehr praktisch. Keine Ahnung, woher wir den haben. Vielleicht von der Tante. Das wäre doch möglich, oder? Einsammeln! Ja, vielleicht sollten wir jemanden hier dazu holen. Wo ist denn Tessie jetzt eigentlich? Genau, Tessie, komm mal her. Vielleicht brauchen wir dich noch. So, stellen wir uns da einfach mal drauf. Ich würde fast wetten, dass wir, genau, die Figur da reinziehen müssen. Zieh mal, Carsten. So, stopp hier, genau. So, und jetzt lauf mal durch die Tür. Ja, zieh mal dran. Es ist für mich sehr wichtig, dass wir hier noch durchkommen. Zieh, Carsten! Okay, jetzt haben wir hier irgendwas freigeschalten, eine Druckplatte. Gut, gehen wir doch da einfach mal rauf. Das ist ganz spontan. Hey, weiter geht's! Durch die Tür! Durch die Tür! Okay. Schlechte Tür. Wollen wir das hier einfach schieben? Komm, schieb das einfach mal darüber. So, in der Hoffnung, du stirbst nicht. Carsten, lieber nicht weiter schieben. Schieben wäre jetzt blöd. Wenn du da wieder runterkommst, dann geht es wahrscheinlich noch weiter. Hier, mach das mal weg. Vielleicht sollten wir mit einem der drei mal so ein bisschen Proviant kaufen, weil wir haben jetzt, glaube ich, gar nichts bei. Hat noch irgendjemand hier was im Inventar? Außer ein Giftpilz? einen Salatkopf hat Carsten bei. Mila hat auch nichts mehr bei, oder? Hat sie noch was bei?
Nee, von dem alten Zeug haben wir gar nichts mehr bei. So, Tessie ist jetzt auch gleich hier. Hätte ich mal vorher auf die Idee kommen sollen. Egal, Carsten, stell dich mal drauf. Vielleicht schaffen wir es hier noch rechtzeitig. So, Tessie, du kannst mal dich... Oh, was ist mit Tessie passiert? Kannst du sie jedenfalls mal untersuchen. So, was ist hier drin? Okay, zieh einfach mal an dem Teil. So, wahre Kampfkunst. Yay, wir haben den ersten Kampfkunstfähigkeitspunkt erreicht. Sehr schön. So, Tessie hat den Schalter aktiviert. Das ist auch sehr schön. So, oh mein Gott, Tessie, du siehst nicht besonders gesund aus. Versuch's einfach nochmal mit einer Alltagskleidung. Vielleicht hilft dir das ja weiter. So, Carsten, mein Freund, haben wir hier einen Schlüsselstein? Nein, also müssen wir hier wahrscheinlich eine Runde tauchen. Los geht's. So, Mila, du musst jetzt hier mal leider aufhören. Was, mit meinem Gürtel prallen? Okay, dann prall mal mit deinem neuen Gürtel. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken, dass wir was zum Einkaufen finden. Weil sonst verhungern uns unsere anderen Sims und das wäre nicht so von Vorteil. Also müssen wir das mal schnell ändern. So, wo war denn jetzt hier das Equipment-Geschäft? War das das hier? Ich glaube, das war das, oder? Oder nicht, oder doch, oder keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Das hat wehgetan. Okay, Carsten Jones hat wehgetan. Grund erreicht, bei schwarzen Tiefen erkennen, Carsten in Tiefe hinab. Okay. Disziplin, Gürtel verdient, super. So, durch Tunnel schwimmen. Ja, wir schwimmen einfach mal durch den Tunnel. So, schnell zu Carsten zurück. Manche Sims trainieren bloß. Ja, okay, das ist auch ganz toll. Okay, jetzt sind wir wenigstens schon mal hier und ich hoffe, dass wir da drin den Schlüsselstein finden. Yay, super, Schlüsselstein gefunden. So, hier, erkunde mal den Brunnen, wir müssen zurück. So, Carsten, tiefer erreicht, so. Wow, Mensch, Tessie, siehst ja schnieker aus. Durch Tunnel schwimmen, los. Jawoll. Da sind wir wieder zurück. Na, Carsten, wo bist du? Carsten, lebst du noch? Hi, mein Freund, wie geht's? Alles senkrecht? Nein, doch, vielleicht, keine Ahnung. Geh mal durch die Tür da. So, ach ja, Schlüsselstein. Mein Fehler. Yay, so, ja, klar. Ja, kaufen wir einfach mal dieses ganze Zeug hier. So, 12, hier ein paar Expressduschen, wichtig. Haben wir überhaupt noch so viel Geld? Ja, Gott sei Dank. Dein Zelt wäre auch nicht schlecht. Kaufe ich mal einfach eins. Ja, dieses Trainingsding will ich auch. Och Mann, ich will so viel. Wir haben noch nichts. So, okay, ich lasse es erstmal dabei. Oh, wir haben auch noch Rabatt gekriegt, hätte ich das mal vorher gewusst. So, wir müssen hier mal irgendwas verkaufen. Sonst haben wir hier bald nicht mehr genug Geld und das wäre blöd. Also, ja, das ist auch das Gute am Urlaub. Da verdient man schön viel Geld. Dann können wir zu Hause wieder unsere Villa ein bisschen umrichten. So, Mäuschen, du kannst jetzt hier mal deine Expressdusche verwenden. Bitte schön. Und danach auch mal einen Happen essen. So, Tessie, du kannst mal hier hinterherkommen. Carsten, du kannst jetzt mal durch die Tür gehen. So, Carsten hat soeben folgende Aufgabe abgeschlossen. Hallen der verlorenen Armee. Ruhe dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Es warten neue Abenteuer auf dich. Yay, wir haben es geschafft. Aufstellen. So, okay, da wird sich wahrscheinlich irgendwas öffnen. Tessie, du kannst ja auch mal hier durch die Gegend wandern. So, Tessie zuerst. Gut, nehmen. Carsten. Nehmen. So, okay, jetzt haben wir das Relikt erhalten, was wir auf jeden Fall liefern sollen. Das ist auch schon mal sehr gut. Also das hier unten, das habe ich noch nie erkundet gehabt. Das finde ich gerade total toll, weil das habe ich immer irgendwie verplant. So, hier, nehme das mal bitte. Dankeschön. Die chinesische Gruftkollektion besteht aus 9 Relikten. Na toll. So, Mila, du musst jetzt mal deinen Freunden hier so ein bisschen was ins Inventar schieben. Sonst geht es ihnen gleich ein bisschen schlecht. So, bitteschön. Du auch noch, Carsten. Ein bisschen was zu futtern. So. So, dann kann Carsten jetzt auch mal was essen. So, bitteschön. Ja, Mensch, ich bin auch nicht die Schnellste. So. Geht's euch jetzt besser? Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. So, Kartenansicht. Juhe. Also mit Tessie würde ich auf jeden Fall schon mal in unser Basiscamp zurückkehren. Wo war's denn hier? Mein Gott. Nein, das auch nicht, sondern da. Zurück zum Camp. So, und da wollte ich gar nicht hin. Carsten, du wirst jetzt mal noch schnell das Relikt liefern. Mein durchnässter Carsten. So, und meine Mila, die wird noch das andere Ding kaufen, was ich da entdeckt hatte. Was haben wir denn jetzt nochmal dabei gehabt? Gar nichts. Okay, also wird das wahrscheinlich dann in unserem Familieninventar sein. Aber ich hatte, glaube ich, bis jetzt dieses
Wie heißt denn das? Halt dieses eine Sparring-Teil da und ich will jetzt noch dieses Schlagbrett-Ding haben. Das ist nämlich voll cool. So, ja, vielleicht brauchen wir noch die eine oder andere Express-Dusche. Da wir jetzt etwas mehr haben, hier, das hätte ich gern und auch so eine Truhe wäre auch cool. Oh, Glückskeksbackfabrik, das ist auch gut. ja, gut. Gut, dass wir noch ein bisschen was übrig hatten. Ja, das, den können wir auch verkaufen. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Sehr schön. So, da haben wir wieder einen Rabatt. Mein Gott, ey. Was wir auch hier immer alles an Rabatten kriegen, ist ja gar nicht mal so übel, ne? So Star-Sein lohnt sich ja ab und zu mal. So, brauchen wir hier irgendwas? Wir könnten ein Rezept kaufen. Mila, geh mal Rezepte kaufen, damit unsere Sims ja auch ein bisschen was lernen. Und hier können wir mal gucken, ob wir da irgendwas Schnäppchenmäßiges schießen können. So, du kehrst zurück und Carsten, hast du das Relikt geliefert oder bist du dabei oder kurz davor oder was auch immer? So, China-Pfanne dreimal gekauft. Ich meine, mehr interessiert das sowieso nicht. So, das lassen wir auch mal. Und das Kampfkunstding können wir auch noch kaufen. So, dann muss jetzt hier irgendeiner wieder mal ein bisschen was spenden. Aber ich sehe gerade, der Part ist auch schon wieder zu Ende. So laut der Zeit. Obwohl ich hier gerne noch ein bisschen länger machen würde. Aber das können wir ja morgen weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann morgen nochmal in einer weiteren Folge wieder, wenn ihr wollt. Und bis dann.